Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir von Vertex Design den Reich Agrimax 1060 plus RSDY14. Es erhält sich für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Wir haben Informationen, 57,2 Kubikmeter, 8,1 Tonnen Leergewicht, Redemax FL 693M, Standardpreis sind 74.500 Euro. Wir haben die Reifenhersteller BKT, Fredestein. BKT Standard, da können wir nichts ändern. Fredestein haben wir Standard, Standard 2 und das war's. Generation ist neu und alt. Ändert sich der Schriftzug. Abdeckung können wir entweder mit Abdeckung kaufen oder ohne Abdeckung kaufen. Da muss jeder wissen, was ihm passt. Die Hauptfarbe: neues Grün, altes Grün, Schwarz und Grau. Designfarbe der Plane: Blau, Grau und Rot. Kennzeichen funktioniert auch. Machen wir einfach mal so, um es zu zeigen. Das funktioniert. Wenn wir den mieten, haben wir einen Preis von 3.799 Euro. Gemietet habe ich den schon, das brauchen wir nicht. Unter Anhänger, unter Dollys, haben wir natürlich noch das Gegenstück für diesen Anhänger. Der RSDY14. Information 3,3 Tonnen, Redemax FL 693M, 14.500 Euro Standard in der Anschaffung. Wir haben die Reifenhersteller BKT und Fredestein. BKT Standard, Fredestein, Standard und Standard 2. Auch hier natürlich funktioniert das Kennzeichen. Wir schauen uns einmal die Texturen an. So. Hier kommen die Anschlüsse des Schleppers ran. Wir haben Kugelkopf. Die Gelenkwelle ist da. Hier kommen die Anschlüsse des Aufliegers ran. Eine Sattelplatte. Was haben wir hier für Reifen? Fredestein. Aus den 680/50R 22,5 IMP. In der Heckpartie natürlich Warntafeln und Beleuchtungseinrichtungen. Eine Liftachse. An dem Auflieger hinten natürlich auch alles vorhanden. Warntafeln. Lichteinrichtung, Kennzeichen. In der Heckpartie steht nochmal Reich drauf. Reflektoren. Und ein 60 km/h Aufkleber. Wenn ihr gerne auf der Seite gucken möchtet von Reich, www.reichfahrzeugbau.de, könnt ihr euch die mal angucken. So, dann würde ich sagen, probieren wir das Licht aus. Ich habe da schon was vorbereitet. Licht und Anschlüsse. Da sind wir. Und zwar die Anschlüsse am Traktor sind alle angeschlossen, da wo sie hingehören. Druckluft, Hydraulik, Zapfwelle, Kugelkopf und vom Auflieger sind sie natürlich da. Ist schön sauber aufgesattelt. Wir haben eine Liftachse. Das funktioniert. Die Liftachse können wir senken auf der Taste X. Und wenn wir leer sind, können wir sie natürlich auf X wieder anheben. Ich habe Weizen befüllt. Das machen wir gleich. Wir machen einmal kurz die Lichteinrichtung. Also, Bremslicht funktioniert am Dolly. Am Auflieger und am Dolly. Rückfahrlicht am Dolly funktioniert. Und am Auflieger ebenso. Blinker links am Dolly und am Auflieger funktionieren. Blinker rechts am Auflieger funktioniert und am Dolly funktioniert. Dann haben wir das ganz normale Licht. Am Dolly funktioniert die Kennzeichenbeleuchtung. Die ganz normale Beleuchtung und Begrenzungsbeleuchten.
Eine Heckpartie, natürlich auch das ganz normale Licht funktioniert und die Begrenzungsleuchten. Und Kennzeichenbeleuchtung leuchtet auch. Dann haben wir, wenn wir nochmal F drücken, Arbeitslicht oder Arbeitsscheinwerfer an dem Auflieger. Was, denke ich mal, sehr hilfreich sein kann, wenn man irgendwo einparken will oder irgendwo in die Halle fahren möchte. Dann kippen wir einmal ab. Taste I, Kornschieber funktioniert. Die Sounds sind natürlich auch da. Einmal umgeschalten. Die Schieber, die Riegler gehen alle auf. Und er kippt ab. Ist ein sehr schöner Anhänger. Gefällt mir. Wenn man die richtige Karte hat, dann funktioniert das. Wir haben am Auflieger keine Lenkachsen. Die sind alle starr. Außer halt die Liftachse. Aber keine Lenkachse. Das passt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt oder eine Modvorstellung. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.